Das ist der Skilift Tristeli Zammergretenberg, ein Keimtipp für Jung und Alt. Ein wunderschönes Hochtal auf 1200 Meter gelegen, gerade oberhalb von Pfäfers. In einer halben Stunde ist man locker von einer Gatze her, da oben die Strassen sind super gerund. Auch für Kulinarik ist gesorgt. In dieser Bauernbeiz zum Beispiel, es gibt andere Möglichkeiten auch. Und das eben im Sommer und im Winter. Ja, und im Winter bei dem Kaiserwetter natürlich, da fährt man Ski, da tut man Schlitteln, da tut man Langläufeln. Für Winterferien gibt es eben ganz einen Haufen. Man kann auch einfach laufen oder da eben die Langlaufläupen drauf. Es hat einen Haufen Kilometer sehr gut präparierte Langlaufläupen. Wir sind oben wegen dem Jägerilauf, das aber ein kleines bisschen später. Am Start beim Jägerlauf haben wir den Daniel Bieslin vom Skilift getroffen. Du, ein kleines Skigebiet, viel Engagement, wie läuft es im Skilift? Mit diesem Winter sind wir sehr zufrieden. Wir haben zwar erst können, am 6. Januar den Betrieb aufnehmen. Leider haben wir über die Weihnachtstage und Neujahr noch zu wenig Schnee gehabt. Aber jetzt haben wir in letzter Zeit sehr viel schönes Wetter, auch an den Wochenenden. Wir sind im Moment zufrieden. Zurück zum Skilift. Der Skilift Tristeli wirklich ein Keimtipp für Jung und Alt. Sehr gute Schneeverhältnisse, auch übrigens Langlaufläupen, sehr gut präpariert. Natürlich vielfältige Möglichkeiten, Schlitteln, Wandern und so weiter. Ja, eben auch die Langlaufläupen sehr gut präpariert, habe ich gesagt. Dann natürlich wie die Möglichkeiten für Jung und Alt, um hier ein bisschen auszuruhen, auch Mittagszeit zu verbringen. Und eben auch sehr schöne Pisten. Einfach wirklich ein schönes Fleckchen Erde hier oben auf dem Sammergretenberg. Ich bin dann hinterher gefahren mit dem Roger Hengartner mit seinem Pistenbulli Richtung Gohler Berg. Das ist ein Skihütli Gohler Berg. Und hier haben wir eben die Jolanda Hobby besucht. Wir sind aber zuerst auf Dio gestoßen und eben der Roger kommentiert gerade. Hier sehen wir Dio vom Skiclub Sardona. Sie machen jetzt gerade ein Einwärmen, wie sich das ist. Sie würden jetzt heute bis etwa um 12.01 Uhr hier Dio haben, bei uns auf dem schönen St. Margrethe Berg. Ich habe gesehen, es wird spielerisch gemacht. Jack will auch nicht mehr sägen, gell? Haha! Silo. Und jetzt gehen wir rein zur Chefin. Jetzt gehen wir rein schauen, wie sie parat ist. Wir sehen, ob Melzer fahren, weil die Jolanda natürlich von Melz ist. Und die Pfäfeser fahren, weil ich halt im Blut der Minentaler bin. Schon immer gesehen bin, obwohl ich jetzt Gas aufgewachsen bin. Grüezi miteinander. Grüezi wohl. Das ist die Jolanda in der rechten Seite und die Mama in der Küche auf der linken Seite. Ihr seht, um diese Zeit ist noch nicht viel los. Sie sind noch einen Kaffee am Nehmen, aber in diesem Wetter haben wir natürlich auch regen Betrieb hier. Ja, du, Jolanda, deine Beiz, oder? Also meine Beiz. Beiz ist im Skilift, aber ich darf sie führen. Du bist hier oben aufgewachsen? Nein, ich bin zu Mädels aufgewachsen. Hört man, gell? Gell? Ja, ja. Aber du bemühst dich Gott vergessen, dass man hier oben ran versteht. Ja, unbedingt, ja. Du bist im Winter hier oben? Ja, über die Wintermonate. November bis Ende März. Und wie läuft es denn so? Weißt du, ist ja Warterei oder? Ja, je nachdem. Je nachdem hat es schöne Leute und je nachdem ist dann halt schon eher zum Jassen und zum Käfeln. Gibt es auch, gehört dazu. Du, was war heute Morgen los bei euch da? Der Hund ist auf einmal mit uns gegangen, hat er mit den Männern mit. Also, was war da? Ja, der hat gestreikt und gebüstelt. Ja. Der ist mir ab. Das erste Mal in der Karriere, gell? Dass er fort ist. Ja. Er hat natürlich mitgefahren beim Filmen. Ja, vermutlich schon. Er hat jetzt gemerkt, dass du kommst und hat das Gefühl gehabt, da will er auch dabei sein. Und dann bist du hier oben allein dann, als Wirtin? Nein. Ich habe immer ganz gute Hilfe. Die Vrena kommt mir viel in die Küche helfen. Ich habe sonst Frauen, die mir dann aushelfen, wenn Not ist. Und natürlich der Roger, der die Wochenende immer rum ist und hilft. Und eigentlich eine super Aussicht, wenn wir genau schauen, sieht man fast auf Mails ein, oder nicht? Ja, beinahe, ja. Also den ganzen sieht man sicher. Man sieht, ja, der Roger hat das sicher schon erzählt. Von Churfirst über das Rindlei, das Rätikon Hindri, ganz genial. Aber am besten schaust du das auf der Terrasse an. Genau, so gehen wir dann. Wir gehen. Ja, aber komm, super. Jetzt zeigen wir noch schön. Die Mama ist da. Wo ist ja, sie jetzt ist sie ab. Komm, dann gehen wir es noch. Gehen wir noch. Holen wir. Ja, einfach, wir laufen jetzt einfach mal raus. Tipptopp. Wir laufen auf die Terrasse raus und mal schauen, wo der Adi Melzer ist. Ja, super. Schau mal, jetzt flattiert er wieder. Jetzt flattiert er, jetzt kommt er sich entschuldigen. Der merkt schon, dass er einen Zeich gemacht hat. Ein fertiger Zeich. Also, frage ich mich ehrlich gesagt auch, was da los ist. Gell? Ja, furchtbar. Ist Mama noch viel da? Ja, sie ist an den Wochenenden eigentlich immer da, wenn schön Wetter ist. Ja. Und wenn eine Gruppe angemeldet ist, kommt sie immer. Sie ist wirklich genial gut. Ja. Weißt du, ich schaue jetzt so ein bisschen um. Und ehrlich gesagt, ich muss sagen, ja, schau mal da.
Ja, keine Ahnung. Was sieht man denn? Da sieht man es richtig. Ja, das ist ein Zanai-Hinderung, sieht man. Was hast du gesagt? Das heißt das? Zanai. Hoi. Das ist Montaluna, das Zanai-Horn. Ja. Das Hinderste ist der Pizol. Ja, genau. Ja, genau. Jetzt. Der Burst über, ja. Der Wiel, der Rücken. Eine unglaubliche Aussicht, ja. Gell, wenn man ganz ehrlich ist. Wir sind jetzt super, die fast ein bisschen im Schatten drin und die Aussicht im Zentrum. Ja, und ich neben Kurfürsten. Und wenn wir jetzt Drohnen dabei hätten, ja, also, ja, man sieht noch fast auf Melz an, gell? Ja, wie man also, ein paar Köpfe stutzen dort vorne. Gell? Komm, jetzt gehen wir zur Mama her und mal schauen, was den ihr da gefällt. Jawohl, Tränen, du wärst gerne verinnert. Ich habe mich immer gefragt, warum heisst der Roger Hengartner und nicht Hangartner? Ja, der Mann ist ein Hengartner von Waldkirch hier, Fürstenland. Ja. Aha. Und ich bin da nicht aufgewachsen. Und du bist dann ursprünglich, was für eine? Vom St. Margrethenberg. Und jetzt hast du einen Kaiser? Gort. Ja, aber Gort ist ein Ragaz. Ja, Gort gibt es Fettis, gibt es auf dem Berg, gibt es Ragaz, überall gibt es auf einen Gort. Aber immer noch einheimisch. Aber die Hengartner, das sind schon zugewandert irgendwie. Ja, eben, die sind vom Fürstenland hier. Ja. Ursprünglich sind es vom Deutschen. Aha. Ursprünglich sind sie im Deutschen nie, ja. Dann hast du da dafür gesorgt, dass ein frisches Blut da kommt. Richtig. Wie steht es überhaupt da oben, mit dem frischen Blut? Gibt es Abwanderungen oder hat es noch Junge, die hier oben sind? Weißt, oder gibt es wieder Leute, die neu hier ansiedeln? Es hat schon Junge, die hier sind, aber halt nicht häufig. Gut, ich meine, von der Einwohnerzahl her ist immer etwa gleich. Es waren vor 40 Jahren schon um die 100 rum und sind jetzt noch etwa so viel. Du bist nicht immer da, du bist auch ein Pizol-Fan. Ja. Du bist hin und wieder jetzt, wenn man dann bevor du geht, die erste dann Station Sessellift fährt, dann dort bist du hin rechts etwa mal. Das ist eben Alpgaffia, gell? Die haben wir 10 Jahre in Bach gehabt, aber jetzt haben wir gehört. Aber ich denke, die hätte ich dort gesehen. Gell? Richtig, das ist so. Wir haben sie 10 Jahre immer die gehabt jetzt. Ja. Und jetzt tun wir aber nicht mehr. Jetzt gehe ich eben, im Winter gehe ich da rauf zu Jolanden helfen, wie Not am Mann. Und im Sommer dann wahrscheinlich Fettnerberg, oder? Aha. Weil dort haben sie ja noch das Also zum Gregor dann, wenn er fertig ist mit dem Dach? Ja. Gut. Apropos alte Alpgafia, dort hast du mit dem Sessellift durch. Wie kommst du denn da hoch? Kommst du noch mit dem Skilift da, durch? Mit dem Skilift, solange er läuft. Und sonst fahre ich einmal ein bis ins Vörkli und von dort laufen wir einfach raus. Da. Weil es ist ja wunderschön zum Laufen, Aha. Es ist streng und nichts. Ja. Aber wenn der Lift läuft, gehe ich schon mit den Ski rauf. Das eben, ist so. Gell? Ja, sicher, ja. Aber eben, du bist angefressen, gell? Von so, einfach so einem Restaurationsbetrieb, ein bisschen in der Höhe. Das ist etwas, was dir gefällt. Das ist so. Es muss einfach nehmen, was in der Höhe sein und nicht zu gross und nicht zu viel Schnickschnack. Für mich. Ja, es ist jetzt einfach so. So einfach wie möglich und dann bin ich zufrieden, dann bin ich glücklich. Und wenn man es so drüllt, gell? Also, das heisst der Gregor, also da wo sieht man den Fettnerberg? Sieht man irgendwie? Nein, das sieht man eben von da aus nicht. Oder? Das ist hinten im Tal, hinten natürlich. Ja, genau, das ist natürlich genau. Dahinter, da sieht man jetzt Findels. Und das ist dann von Findels aus zu laufen, ca. Genau, eine halbe Stunde. Aber gell, man kann damit rechnen, so, im Juni, denken wir, könnte es denn der Fall sein, dass es dort funktioniert, im Fettnerberg? Also ich meine, Ende Juni, Anfang Juli, genau. Sind Plan. Zu öffnen dort, ich würde ihn schon neu mögen, ich würde ihn schon vorwärts machen. Ja sicher, wir dürfen es nicht laut sagen, aber sie sind immer dran, auch eben. Jetzt. Ja. Eben Ende Juni, Anfang Juli, würde ihn zu öffnen dahinter. Und du hast keine Höhenangst mit dem Band, you und so? Nein. Nicht, hä? Nein, habe ich noch nie gehabt. Ja, da dem Skihütli da oben bei dem super Wetter abschauen, in Nebel, ins Tal aber, da hätten wir natürlich noch ewig können bleiben. Aber eben, es hat ein bisschen passiert. Der Roschi hat mich ja extra durch den Fussweg, etwa 3,5 Kilometer, hergebracht. Ich bin ja wegen dem Jägerlauf gekommen. Und für einen Jägerlauf muss man eben zuerst bis am Grittenberg ein Stück hinterher fahren, bis man zum Start herkommt. Und dann ist der Roschi eben mit mir da hergefahren, eben zu dem Gohlerberg, zu dem Skihütli. Und jetzt hat es eben passiert, weil im Elf ist nicht mehr stark gewesen beim Jägerlauf und dort ist er engagiert gewesen. Ja, das heisst, dass er Kaiser jetzt eine Retour. Ich bin mit dem Roger Dermoletz. Ohne Hund haben wir heute Retour gefahren. Jetzt sind wir da gewesen, hä? Jetzt wieder Retour. Jetzt gehen wir Retour wieder. Panoramaweg, den wir seit 6 Jahren machen. 2 Jahre, kein Tipp für alle. Natürlich bei uns um St. Margrethenberg ist es einfach schön. Sepp kann man auch laut sagen, hä? Wunderbar, hä?
Bei uns kann man Ski fahren, bei uns kann man Schneeschuh laufen und man kann langlöfeln auf insgesamt 22 km Läupen. 22? Ja. Wollen wir immer präparieren auch? Wollen wir eigentlich in der Regel alle zwei Tage im Minimum präparieren, dass unsere Langläufler immer Top-Verhältnisse sind. Und jetzt da jemand, weißt du, Leute auf dem Weg, wie sind denn die da hochgekommen? Die Leute fahren mit dem Auto in der Regel ins Wirklichindri, wo jetzt das Langlaufrennen ist, dort immer die Parkplätze. Ja, ja. Laufen nachher raus in Kohler Berg in etwa 3-4 Stunden. Ja. Und das ist immer so gewesen eigentlich? Das ist immer so breit, jawohl. In Zwerfe ist immer ein Flugüberwachungsposten hier oben und hier ist freigefräsen vom Militär. Die fahren es auch mit den Lastwagen. Ja, und also das machen dann alles hier? Also, das machen wir eigentlich der Junior und ich reparieren. Gerade wenn man sagt, beim Junior, was ist dort schon, 16, 17? Der Simon ist 19. 19 schon, ja. Ja, er ist jetzt im dritten Lehrjahr zu Chur als Forstwart. Genau, hat er gesagt, er ist älter. Ja. Und er tut mit mir zusammen die Läufe präparieren für den Skisportverein Galande St. Margrethe Berg. Wir machen das im Frondienst. Einfach weil wir Freude haben, um nämlich zu machen, hier auf dem Berg. Ja, da hat er mir ganz, ich habe ihn mal getroffen dort beim Dings, beim Roger, bei Zolo, einen ganz engagierten Eindruck gemacht und einen, man kennt so Arbeit macht, gell? Ja, der Roman. Da bist du Roman gesehen, den du getroffen hast. Aha. Der Roman ist der Zwillingsbruder von Simon und er hilft natürlich auch. Ja. Unsere vier Buben, sie sind total kräftig, können sie uns unterstützen. Am Jäger laufen mit der Pistenmaschine, fliegen, Pistenpräparation. Wir sind eigentlich ein bisschen eingeschworenes Team und ohne so eine gute Familie im Hintergrund könnte ich gerne mit Zöpfen machen. Genau. Ihr seid alle engagiert, gell? Du, die Jolande, Buben, alle. Hast du schon Mädchen eigentlich? Nein, aber die können sukzessiv. Aha. Es ist schön auch, Mädchen kennenzulernen und dann, wenn man sie so sieht, denkt man, ja, es ist schön gewesen, die Zeit, aber es ist auch schön, wenn man eine hat. Genau. Jetzt, wir können es vielleicht nicht gerne alles sehen, aber es sehe ich mit Raben. Also wir sind jetzt immer, der Skilift ist etwa einen Kilometer, gell, hochgefahren. So. Jetzt sind wir, haben wir ein paar Höhenmeter hier gemacht und können jetzt wieder langsam dann runter wieder zum Start über von dem Jägerlauf. Für dich jetzt und mir, hast du müssen hinterher fahren schnell. Ein riesen Stress natürlich, oder bist du dir das gewöhnt, so diese Art von Arbeiten? Ja, ich bin mir eigentlich gewöhnt zum Arbeiten durch das, dass ich Tag 100% arbeite bei der Firma Keppel in der Ganze. Ist man dort immer drauf und dann ist man hier mit der Löwenpräparation, mit dem Restaurant immer an Schuhe. Es ist eine strenge Zeit, wo wir hin jetzt im Winter im schönen Wetter, aber auch eine schöne Zeit. Ja. Man geniesst die Augenblicke, die man miteinander hat, die paar wenigen, die geniesst man eigentlich umso mehr. Ja. Und du bist schon immer angespannt, das ist etwas, so für mich eben auch als Panzerfahrer immer eindrücklich ist. Hast du mit wie viel Feingefühl, dass ihr da hoppelt, es gewackelt jetzt bei mir total, oder wie es ein bisschen hart ist, so, mit wie viel Feingefühl, dass ihr da die Stossschilde betätigen, also in der Höhe, in der schrägen Neigung, also das ist eine Übungssache, gell? Das ist eine Übungssache, ja. Also sagen tut man so drei Winter fahren und dann hast du es 100% im Griff. Aber gell, wenn du es falsch machst, könntest du mal recht anhängen und dann würden wir bei der Scheibe führen können, nicht? Ja, oder ein hohes Loch in der Piste sein, wo du natürlich wieder musst. So genau. Ja. Dann hast du natürlich vorher gezeigt, dass er da mit einer Ortslenkung, oder? Also du hast unten hast du eigentlich, schau, das Gas, gell? Und Bremsen, du hast eigentlich alles hydrostatisch mit dem Motor. Das ist alles hydrostatisch, ja. Die einzige Bremse, die wir haben eine Feststellbremse. Ja. Wo wir einfach drei Türen mit dem anhalten, ja. Leute ein- und aussteigen. So. Und sonst tun wir eigentlich alles hydrostatisch betätigen. Ja. Jetzt haben wir wieder hochgefahren, die Hälfte, wenn ich hier einschaue. He? Richtig, ja. Ja. Das heisst, was sind das jetzt? 3,5-4 Kilometer, wenn wir hier hineinlaufen. Das sind so. Gut 3 Kilometer, ja. Wo man hier rauslaufen. Das ist ja. Zum Laufen auf dem Winterwanderweg. Ja. Das sind so etwa 3-4 Stunden bis 50 Minuten. Ja, genau. Eben, weißt du, ich denke mir immer, der Weg ist knapp 4 Meter, der Schild ist 3,70. Also, es ist schon eine riesige Anspannung, um hier so zu fahren. Oder? Man sieht es an den Filmen nicht so genau, aber man muss sich konzentrieren, eindeutig.
Ja, man muss den Gripper Sachen haben, selbstsicher. Aber wenn man das macht, macht man es eigentlich schon bald am Schlaf. Gibt es ein spezielles Erlebnis, wo du es gerade mal so hast am Sammergretenberg? Sammergretenberg gibt mir natürlich auch viele spezielle Erlebnisse. Bist du auch schon im Tristalli im Singen? Tristalli im Singen? Das bin ich natürlich auch gesehen, wo das Tristalli in Anfang hatte. Ja. Wir hatten natürlich eine Haufen schöne Stunden. Wir haben unsere Hochzeit dürfen im Tristalli feiern. Im August. Natürlich wunderschön gewesen. Jetzt mit dem Bauernbeizchen, wo wir hin, haben wir wieder ein grosses Restaurant in Neubau hin, das natürlich auch schön ist. Was halt etwas traurig ist, ist der Wechsel. Und vor 10 Jahren haben wir noch einen Haufen Anlässe mehr gehabt, wo die Leute gekommen sind. Wo halt von den Leutemangel oder Organisationsmangel nicht mehr sind. Das bedauert einen schon. Ja. Es ist natürlich generell bei all diesen Gebieten ein bisschen so, aber Mama war irgendwie noch hoffnungsvoll. Es kommen gleich immer wieder ein bisschen neue. Also, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, gell? Richtig, ja. Wir haben sicher Zuzüger. Wir haben auch solche, die ausgebaut sind, sich in einem Wochen wohnen. Und die sieht man nie und das ist natürlich schade. Ja, genau. Die Berger, die hier sind, ich muss sagen, der Großteil ist gross engagiert und wagt auch, dass ein Haufen gemacht wird. Und was man sagen muss, wie in vielen kleinen Gebieten ist, es wird ein Haufen Freunde entstarben, wird hier geleistet. Ja. Obwohl, jetzt muss ich sagen, also, da schreckt kein Geiss weg, also der Weg hier hoch. Also wie gesagt, von Bad Ragaz her, sagen wir wohl zumal 25 Minuten hatte, noch ein bisschen weniger kam, sonst könnte man dann auch recht über die Stelle gefahren sein. Also der Weg ist ja perfekt, also da wäre überhaupt gar kein Grund, oder? Um jetzt nicht da oben reinzuziehen. Nein, gerne nicht. Wir haben natürlich einen super Schneeräumungsdienst, Peter, und er macht das gut. Wir haben eigentlich, wenn ich ein bisschen darf sagen, eine der bestgeräumten Strassen hier auf der St. Margrethenberg oben. Wir haben schnellhaft wieder schwarz geräumt. Und ohne ihn wäre es sicher nicht so angenehm zu wohnen. In 20 Minuten, wenn man ein bisschen Naturliebhaber ist, ist das alle weit gerechtfertigt. Das Gefühl habe ich auch. Jetzt, wenn wir hier anschauen, kann es nicht mehr auf die Tele gehen. Aber man sieht, dass der Start hier, die sind bereit, oder? Ist hier einer. Aber es ist kein mit Langlaufski, oder? Nein, das ist jetzt ein Skitourenfahrer. Skitourenfahrer, ja, genau. Bei uns auf dem Berg, mit mir sägen. Hast du Langläufer in die Jäger? Die haben schon wohl immer auf diesen Pisten gefahren. Darum habe ich gedacht, es gibt immer so Künstler von Langläufern, das immer noch können. Eben, was wir dürfen zeigen, bei uns auf dem Berg immer. Schneeschuhläufer, wir haben Skitourenfahrer, wir haben Schlittler, die im Bauernbeizchen im Schlittler sind, wir haben Winterwandler, wir haben Skifahrer. Du kannst eigentlich auf den Berg kommen zu günstigen Preisen, wie man denkt, im Skilift für 25 Franken eine Tageskarte. Ist kein Geld in der heutigen Zeit. Du kannst von der Urnane bis zum Kleinkind findest du alles auf dem Berg. Immer nach einfacher Zustand, alles gemacht, mit einem Haufen Frondienst. Lohnt sich sicher, die das nicht kennen, zu uns besuchen kommen. Genau, so denke ich auch. Eben du, vorher habe ich gesagt, das sehen wir immer gut, sie wären gerüstet zum Start. Also das fängt jetzt dann an. Es sind 150, habe ich gehört, Läuferinnen und Läufer. Zum Teil so richtige Profi darunter können zum Teil immer aus vielen Teilen der Schweiz, auch aus dem Ausland. Also, es ist eine Attraktion, der Jägerlauf. Und der Sammergretenberg generell, wenn man es kennt und man mal da war, denken wir, dann kommt man immer wieder zurück, oder? Ich denke schon, wie wir unseren Berg kennen. Und ein bisschen Naturliebhaber muss man halt schon sein, wenn du natürlich Freude hast an der Stadt. Bist du vielleicht auch am falschen Ort. Genau. Und jetzt hat das Telefon geschellt, das heisst, man hat da hinten so gerne Netz. Also es gibt kein Netz, aber man kann trügen, gell? Also, es kann trügen, man hat gemerkt, es hat jetzt einmal geläutet und wieder abgestellt. Und wie wir am Fahren sind oder wie man unterwegs ist, wenn das Telefon läutet und du nimmst das Telefon ab, bleibst du und bewegst dich auch nicht. Ja, genau, ja. Aber ich nehme an, es geht jetzt wegen Negeri laufen und weil wir ja gerade da unten sind. Genau. Würde ich die Leute sehen und dann tun wir doch einfach mit dem Fernseher reden. Genau. Wir sind hier gerade wieder unten. Das heisst, es geht jetzt noch etwa 2-3 Minuten, es sind etwa 500 Meter. Und dann sind wir eigentlich wieder dort, wo vorher das Pistenfahrzeug eben markiert war. Du hast gesagt, 8-9-jähriges Gefährt, gell? Käsebohrer 100.
Ja, ja, also er hat einen anderen Joystick, eine andere Technik. Aber ja, sonst schon verrückt, gell, was er so Gerät mag aushalten. So, und jetzt kommt sie wieder, gell, deine Lenkung. Das fasziniert mich immer als Panzerfahrer. Wie schnell da so ein bisschen scharfe Kurven kannst machen, oder? Ja, ja, es ist natürlich eine tolle jetzt Sache. Haben wir da, jetzt haben wir aber, hoi, das ist immer noch die Abfahrt, vielleicht hat man sie nicht gesehen. Das drückt nicht. Ich kann eine Abfahrt und dann die Kurve links. Sepp kann noch tricky werden, he? Das drückt sicher. Ja. Ich selber tue natürlich nicht lang laufen. Darum kann ich da ohne gross mitreden. Ich eben auch nicht, aber ich bin ja mal zwei, dreimal gegangen. Sertig und so weiter, Kloster, Sau, Aue. Und bin noch nie so auf die Schorrigkeit wie auf der Langlaufski. Ich habe es mal das Boot probiert und ich denke, wenn man ja schon so Gerät hat, um die Läufer zu geniessen, dann muss ich ja nicht unbedingt die Alpen fahren. Genau. Du, ja, Roger, vielen Dank, gell, dass du den Stress auf dich genommen hast. Da. All dem drum und dran. Wär's denn dein grösster Wunsch für den Samengretenberg? Der grösste Wunsch ist eigentlich im Moment, dass es irgendwie eine Lösung gibt im Kohler Berg. Die Hütte, die ist jetzt am Zimmer gekommen, sie ist in einem schmoraden Zustand. Dass man irgendwie Geld herbricht, um die 100'000 Franken. Es ist jetzt alles in Planung, am Organisieren. Aber wenn jemand gerade, ich weiss auch nicht, 100'000 vorgeht und uns wollen auch tatkräftig unterstützen, den Skilift und den St. Margrethenberg und wir etwas könnten realisieren da vorne. Ich denke, es wäre der grösste Wunsch im Moment, den ich hätte. Und so ist natürlich Gesundheit und so ist immer wichtig, wünscht man sich immer, aber so für den Berg, für unsere Welt, dass wir das erhalten können, so sind wir schon wieder nämlich weniger. Und das wäre schade. Man sieht es im Rusch an, es ist ihm wirklich ernst. Das Engagement, das braucht auch eine gewisse Motivation. Und natürlich, um die Motivation zu haben, braucht man einen gewissen Rückhalt. Es wäre wirklich schade, wenn das Stückchen Erde, das wunderschöne Stückchen Erde, Samengretenberg da oben, eben nicht könnte weiter von dieser Schönheit, von dem Engagement von den Samengretenberger leben. Mein Jägerlauf natürlich sind alle hell begeistert. Zum Jägerlauf jetzt der Daniel Riederer. Ja, Daniel Rieder, jetzt sind wir hier oben, Samengretenberg, ein bisschen weiter hinter. Ich bin einfach so lange gefahren, bis wir nicht mehr weiterfahren können. Jägerlauf heisst es. Was geht jetzt hier ab heute? Richtig, wir sind hier im Bürgli. Wir sind heute das Traumtag. Heute findet hier also das Langlaufrennen statt. Wir haben freie Startzeit. Wir erwarten etwa 150 Läufer, Läuferinnen und Läufer. Und ja, die Voraussetzungen stimmen. Jetzt sind wir gespannt. Kommt gut. Eine riesige Organisation, gell? Du bist da richtig relaxed da und ich natürlich auch. Also zuschauen ist fast besser, findest du nicht auch? Ja, ein bisschen angespannt bin ich schon auch, dass alles reibungslos funktioniert. Aber wir haben hier viele fleissige Helfer auf dem Gelände und kann noch gut kommen. Wir müssen die Straße überqueren, also Pensionisten, die immer in den Schnee schöpfen, damit es dann auch dort unfallfrei geht über die Straße über. Also da braucht es einen Haufen Helfer. He? Das ist richtig, ja. Vor allem jetzt, wenn es so warm ist, dann ja, der Schnee, den wir auf die Straße rauswerfen, der schmilzt dann auch wieder. Und dann braucht es halt fleissige Leute, die immer wieder Schnee nachschöpfen. Und wenn dann ein Auto drüber fährt, ist der Schnee halt auch wieder weg. Und da müssen wir einfach gewährleisten, dass die Läuferinnen und Läufer hier gute Strassenübergänge haben. Das ist ein richtiger Renner, der Jägerlauf, gell? Irgendwie, da kommt es von überall her. Also, ich habe vorher gesehen von Zürcher, wo mit Kärntner Dialekt, nein, Entschuldigung, Steirer hat er gesagt, da hergekommen sind. Es sind gerne Deutsche da, alles Mögliche. Ein paar Buben sind Schneemauern aufgekumpelt und gesagt, ist super, kann man da mal klettern, oder? Also, da kommt es von überall her. Das ist ja so, ja. International, in dem Fall, wie du sagst. Ja. Eben Liechtenstein oder auch aus der Innerschweiz, aus dem Zürichbiet, überall her. Und das freut uns natürlich extrem. Eine letzte Frage vorläufig. Gell? Der Start geht es dann bald mal los. Am 11 Uhr gestartet, 150 Leute, gab im Abstand von etwa 15 Sekunden verschiedene Strecken. Also man kann von 4 Kilometern, man kann kürzere Strecken laufen, oder? Bis 60 Kilometer, oder wie, was ist die längste? Ja, also die ganz kleinsten UC, die machen 1 Kilometer. Aha, ja. Und bei der Elite, dort sind es dann 16 Kilometer, die machen hier 4 Runden. Ja. Und ja, halt je nach Kategorie ist das unterschiedlich. Walter Leser, du bist technisch Delegierter. Was ist deine Aufgabe hier? Meine Aufgabe ist, als Delegierter, ich schaue, dass das Rennen ordnungsgemäß nach Reglement, weil der Schiedsrichter ist ja meistens ein Reglement. Genau.
lastig, ja, ja, dass genau. Ordnungsgemäß abläuft, ja. Dass es saubere Startliste gibt, dass es saubere Rangliste gibt, wenn es Protest gibt gegen irgendjemanden, ja. Dass man das behandelt. Und da gibt es eine Jury. Der technisch Delegierte ist der Vorsitzende von der Jury. Das ist aber alle heimvoll zu tun, he? Je nach Rennen gibt es mehr zu tun als. Im Skatingrennen gibt es zum Beispiel sehr wenig zu tun. Im klassischen Rennen dort ist dann noch vieles mit der Technik, ja, die dort ein Bestandteil ist. Kreuzen ist wahrscheinlich auch ein Problem, oder? Wenn man einander vorbeikommt. Ja, ja, gut, aber dort ist der Läufer verantwortlich. Genau. Beim Überholen und so. Aber wenn jemand sagen wir, Protest einleitet, dann ist klar, dann muss man das behandeln und die Läufer müssen natürlich das auch können beweisen. Und dann je nachdem, was passiert ist, kann ich dann zum Beispiel sagen, hey, nach Reglement so und so. Genau. Ist es erlaubt, ist es nicht erlaubt? Gibt es nicht mal aus deiner Erfahrung aus, so Protest? Ja, eigentlich weniger. Es gibt mehr Proteste, weil ich als TD bin im Biathlon auch noch tätig. Aha, und dort gibt es natürlich vor allem Protest. Dass einer vielleicht zu wenig Strafrunden gelaufen ist, ja. Wo er hätte sollen. Aber eben alles in allem muss man sagen, ist jetzt hier natürlich ein abgelegenes Gebiet, oder? Ja, genau, ein kleines Gebiet, muss man für sagen. Für mich unbekanntes aber Gebiet. Aber es läuft sich professionell, spielt sich das ab, gell? Ja, genau. Und dann ist losgegangen. Hey, hat man überall gehört. Und natürlich viel Engagement und viel Einsatz. Wirklich wunderschön zum Zuschauen. Da jetzt einfach ein paar Eindrücke. Bist du daher gekommen? Ja, es gibt ja so ein Gap, der Vorreiter-Gap, und das gehört dazu. Und ja. Da können Sie überhaupt noch relativ weit her, das kleine Skigebiet hier oben. Wie war die Route heute? Schwer oder wie war es zum Laufen? Nein, also ich finde es eine coole Strecke, ist ja jedes Jahr die gleiche. Und ja, es ist schön in diesem Wetter. Es hat eine kleine Steigung, eine gewisse Abfahrt. Bei einer Abfahrt kurz vor dem Ziel ist es etwas schattig. Das ist relativ tricky, gell? Dort. Da kann man trügen. Ja, es ist schon etwas anders als dann da, wo halt die Sonne scheint in dieser Abfahrt. Ja, muss man schon etwas aufpassen. Ja. Ja, du, was ist das so für ein Gefühl, wenn die Kollegin auf einmal so vom Fernsehen beachtet wird und du bist ein bisschen jünger? Und, ja, was ist das für ein Gefühl für dich? Also ich finde es sicher cool. Also, es ist wirklich ein bisschen mein Vorbild. Weil sie ist immer super und gibt immer Vollgas. Und ja, ich freue mich sehr für sie. Und auch locker, gell? Irgendwie. Ja, ja, sicher. Ihr seid eigentlich insofern ein gutes Team, trotz Altersunterschied. Ja, ja. Wie ist es gelaufen da? Ja, hat schon bessere Rennen gegeben, aber es war okay. Bist du zu langsam angegangen? Nein, ich bin einfach nie richtig auf die Tour gekommen. Aber ja, mal schauen. Strecke einfach schwierig oder zu wenig schwierig? Die Strecke war eigentlich nicht schwierig. Es war ziemlich einfach. Und Verhältnisse, unterschiedliche Verhältnisse, zum Teil im Anstieg ein bisschen weich, dann hinten aber zum Teil ein bisschen hart. Also, macht das etwas aus? Ja, es ist schon in der Aufstieg ist ziemlich sulzig geworden. Und im Schatten war es gerade wieder riesig, aber ist nicht, man hat es können machen. Ja, es war nicht so schwierig. We'll be right back.
Schendri! Du hast selber auch Langläufer? Ja, hier und da. Aha. Aber die Schaufeln, das ist noch anstrengend, gell? Ja, jetzt mit Sonne scheint schon. Und dann ist es noch tricky, einmal wieder Auto durch, einmal könnte ich langläufen, also ja, musst du aufpassen. Ja, da musst du schon schauen. Das hast du Pech mitten, weißt du? Was tust du eben Schaufeln oder Langläufeln? Ja, heute ist Schaufeln angenehmer. Ist heute, gell? Ja. Aber gell, ist unglaublich, was die für Zeiten herlegen. Das ist brutal schnell zum Teil. Ja, die können rassig da. Einseitig weiss ich zwar nicht, was sie haben. Nein, wenn sie so vorbei können, die können im Vollen gerachen, wenn wir sie sehen. Jetzt kommt gerade rein, ja, unten nachher. He? Meinst du, das würden wir schon hinkriegen, da die Kurve in diesem Tempo? Ah. Nicht, hä? Ja, kannst du dir vorstellen. Dann müssen wir zwei noch lieben, hä? Ja, du auch. Ja, ja, ich tue nicht gerne Schaufeln, aber ich würde lieber Schaufeln als Langläufeln. Ja, heute ist eben besser, ja, zum Schaufeln, ja. Und dann sind da Junge dabei, Mädchen dabei, Frauen dabei, jetzt kommt gerade wieder ja, eine. Ja, kleine. Ja, genau. Oh, dann ist es gemütlicher. Ja, bist recht. Ja, 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 der Zeit. Oder? Aber ein wunderschönes Gebiet, eine wunderschöne Veranstaltung. Also wirklich super, gell? Ja, das, eben, das Wetter stimmt, das ist ein guter Anlass. Da. Und sonst ist das Amagretenberg? Tipptopp. Ich will nicht mehr runter wohnen gehen. Nein, nein. Ja, nicht einmal ein Zeug, Fleisch der Melzer. Nein. Ich glaube sowieso nicht mehr. Wie steht es denn da mit dem Nachwuchs da oben? Also? Ja, jetzt hat es wieder ein paar junge Kinder, jetzt ein paar gegeben. Und gell, wenn man ganz ehrlich ist, man ist schnell da unten im Grund genommen. Ja, oder? Ja, du, 10 Minuten, ja, eine Viertelstunde bis zur Ragazion. Ja, oder? Ja, du, dann bist du wunschlos glücklich, wenn du hier schwohnen und schaufeln. Tipptopp. Kann nichts Besseres passieren heute. Ihr könnt lieber zuschauen als mitlaufen im Jahr. So, genau, ja. Aber lauft jemand mit? Es braucht auch Fan. Genau. Er ist mitgelaufen, ja, gell? Und wie ist gelaufen? Gut. Hey, Steff! Streng das Langläufeln hier. Ja. Du, Katja, warum bist denn du da? Meine Töchter und Dio laufen. Aha. Du bist irgendwie halt das Gefühl, immer da ein bisschen Zuschauer. Ich selber bist nie so richtig dabei. Ski, ja? Der Ski. Ja, Ski, siehst Ski. Ja, ich sehe ihn. Gibt es da irgendwelche Limiten? Oder kann man, wenn Gott das kannst du auch machen, sagen wie du willst? Lauschlauf kann man machen, solange man will. Ja. Und so ist einfach die Zeit. Die Kleineren machen eine Runde und die anderen 12 Kilometer circa. Und aber du? Lauschläufer, die können machen, solange sie wollen. Wenn dann noch einkehren beim Steffi, Jägerin. Ja. Und du bist ein wie ich, einfach ein bisschen schnarren zuschauen und hey, ja, hey, rufen. Wir sind Transponderchef hier, der Simeon. Aber ehrlich gesagt, bist du froh, bist Transponderchef, musst nicht laufen. Ja, früher haben wir das auch gemacht, aber eben. Ist auch gleich, wenn wir nicht mehr müssen. Ja. Jetzt kommst du her und sagst, grüezi miteinander. Grüezi also, miteinander. Ja, und was kommst du zum Laufen her? Ja, ja, natürlich. Wie läuft denn das jetzt? Man sagt, grüezi miteinander und dann geht's los. Ja, jetzt aber zuerst mal über eine halbe Stunde schwätzen mit allen hier, sagen und grüezi. Und dann kriege ich dann da, glaub, so einen Chip über. Ja. Oder eine Zeitmesse dort. Hoi. Und dann gehe ich dann in den Start und dann ein bisschen den anderen noch zuschauen und laufe dann gemütlich meine Runden. Blauschlauf? Ja, ja. Ja, da, den Schnellen mag ich nicht mehr noch. Komm, du siehst ehrgeizig aus. Oder noch nie nachwögen. Nein, dann im Langläufen bin ich aber nicht wirklich ehrgeizig. Also unterwegs noch ein Beiz? Wie? Unterwegs noch ein Beiz? Ja, könnte noch passieren, ja. Du hast viel Langläufe? Ja, schon ab und zu. Ist er streng, gell? Ja, es geht schon noch in die Beine und in die Arme. Ich muss sagen, also so ganz ohne und vor allem die Kurven hier rauf. Ja. Drügend, dann muss man schon eine Zwischenverpflegung haben. Und dann hinten die Abfahrt, der drückt den Fall auch noch. Wo hinten? Ja, nein, da, ah, hinten, da hinten. Dort, ja, ja. Die Kurve in Schatten, die drückt er noch. Ja, ja, die werden wir schon auch herkriegen. Nicht? Ja. Hoffentlich drei und dann geht das gut. Ich habe auch einen guten Begleiter dabei. Ah, der tut die anführen. Ja, genau. Der Begleiter, wer ist der? Das ist mein Papa. Hoi, hoi, hoi. Was ich jetzt sogar für den Start parat mache. Oh, er ist verpflichtet. Er hat müssen mitkommen. Er hat müssen mitkommen. Nein, er kommt auch gerne. Du, was macht ein Immobilienmanager und ehemaliger Schulpräsident oben? Alles ehemalig, nur noch langlaufen.
Also du gehst der Tochter folgen und mitgehen? Genau. Heiter fahren. Du siehst, es ist ein Junge, der holt aus. Ich früher schon müssen und folgen, dann ich heute noch. Aha. Du hast ja viel über Langläufe und so weiter. Sehr. Echt? Ja. Aber jede Woche. Also quasi länger leben, Langläufe. Du sagst es. Aha. Und dann bist du auch viel am Samengreten Berg, oder? Auch. Super. Und machst du einen Plauschlauf? Auf jeden Fall. Mit der Tochter in Beiz zwischen dir? Genau. Oh, super, das ist gut. Also, was für eine Zeit stellst du dir so vor? Hast du etwas vor? Überhaupt keine Zeit. Aha, so. Möglichst nach dem Durchschnitt her, dann kommst du so weit wie möglich höher. Was ist denn los? Warum bist du so nervös? Ich bin nicht nervös, jetzt muss ich noch fähnen. Wer hast du denn da? Die Enkelkind und der Schwiegersohn und die Tochter. Eben, braucht auch Fan, gell? Ja, sicher. Und, gefällt es dir? Ja, super schöner Tag. Bist du etwa mal da oben? Ja, es ist schöner im Sommer. Aber im Sommer ist es auch schön da, gell? Im Sommer ist auch schön. Du hast ja so eine gescheite Tafel da. Was machst du da? Ja, gescheit da. Was? Nein, ja, da Läuferkontrolle machen. Aha. Ja. Also, konkret? Konkret ist es also so, wenn kommt darauf an, wo du dich angemeldet hast. Aha. Und dann musst du je nachdem 1, 2 oder 4 Mal um. Du musst zählen, darunter ja. Zählen, gell? Genau, ja. Eigentlich sind wir 4 Stück auf der Strecke, die das machen. Aha. Und dann tun wir das abgleichen am Schluss. Super. Ja. Und du? Bist du schon gelaufen? Ja. Wie ist es gelaufen? Nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Hast du die lange Runde gelaufen, auch 4 Kilometer? Ja. Und dort die Kurve vor dem Ziel, die Linkskurve und Schatten reingeht, die drückt noch, gell? Ja, also wenn man schnell kommt, dann kann man schon mal ausrutschen. Also du hast gesagt, nicht so schlecht, das heisst, du hättest es noch besser gewünscht. Was war nicht gut gewesen? Ja, ich bin vielleicht ein bisschen langsam gestartet. Aha. Eben das Zeitteilen ist noch schwierig. Hast du die Strecke gut gekannt? Ja, ich gehe da viel laufen. Ja, ja. Das ist ein bisschen schlecht eingeteilt von den Wetterbedingungen her, oder? Ja, ich habe fast langsam am Anfang. Ich hätte eigentlich schneller starten sollen. Ja. Dann hätte ich auch ein bisschen mehr, ein bisschen bessere Zeit können haben am Schluss. Ja, verdammte Hure Scheissblätter habe ich bekommen. Ja komm jetzt, wieso? Von was? Ja, ich bin das erste Mal ohne Stöcke gelaufen, ohne Händchen gelaufen. Aber die Stöcke hast du ja wieder gehabt, oder? Ja, mehrheitlich, ja. Schon mal geschaffen. Ja. Noch nie geschaffen. Ja, das ist der Jere. Jere, hast du es gelassen? Hast du geklappt? Du siehst es mit Ägler. Ja. Was bringst du denn so? Schmeckt nach Bauernwürst. Genau. Gell? Und jetzt noch Suppe. Ja, und du verpflegst jetzt die Helfer, nicht alle miteinander, oder? Nur die Helfer, ja. Aha. Natürlich nur die Helfer. Aha. Suppe. Bist denn du ein Militärfurier, oder was bist denn du? Nein. Woher hast du denn überhaupt eine Militärkiste dort? Die sind uns geliefert worden, so ein okay. Bauarbeitsli. Was hast du? Eine Wurst. Eine ganze, nicht, gell? Ja, ich habe jetzt Hunger. Gibt so halbe Würst. Du, als Sohn vom Roschi, gell? Also, die Wurst ist gratis und Schaffer ist auch gratis, gell? Also quasi. Aber als Forstwart ist man sich einiges gewöhnt, oder? Ja. Vielen Dank, ja. Dann haben wir alles. Trinken hast du kein, oder? Ha? Bier. Bier. Hast du ein Bier? Ja, jetzt. Schau ihn selber hier. Aha. Hola, jetzt die. Ja, in dem Fall Prost, ja. Danke. Ja, das ein paar Eindrücke vom Samengreten Berg, eben aus Anlass von dem Jägerlauf. Prosta kann man oben natürlich immer, auch wenn es keinen Jägerlauf gibt, übrigens auch im Sommer. Und das schöne Gebiet liegt natürlich immer zu eurer Verfügung, auch wenn es keinen Jägerlauf hat. Die Läuper sind super präpariert, man kann laufen, Schlitteln, Skifahren und einfach geniessen, Zähl, Baum lassen, am Samengretenberg.